Es begann an dem Tag, an dem ich starb. Ich war 5 Jahre alt. Es war Sommer an der Schwelle zum Herbst. Die Tage waren kühl und gingen schnell in die Nacht über. Folgendes geschah in einer dieser endlosen Herbstnächte, als ich 5 Jahre alt war. Meine ältere Schwester und ich haben uns nie gut verstanden, aber nach diesem Tag wurde es nur noch schlimmer. Meine Mutter erzählte mir, dass meine Schwester immer eine kleine Schwester haben wollte. Und als ich geboren wurde, begann eine andauernde Hassliebe. Meine Schwester hatte ein altes Puppenhaus. Damals waren die meisten Spielzeuge aus Spanholz oder einem fadenscheinigen Plastik. Aber dieses Puppenhaus war aus massivem Holz gebaut. An diesem Nachmittag beschloss meine Schwester, dass sie zu alt war, um mit Puppenhäusern zu spielen. Sie nahm das Haus in den Hinterhof und stellte es neben die Mülltonnen. Das sagte mir, dass sie es nicht mehr wollte. Also war es an der Zeit, mit dem Hammer meines Vaters Abrissbirne zu spielen. Bumm, bumm, bumm. Mann, hatte ich einen Spaß. Überall im Garten lagen Teile des Hauses herum. Später fand ich heraus, dass das Puppenhaus meiner Lieblingsgroßtante Lilly gehörte. Ich wünschte, ich hätte das Puppenhaus nie zerstört, weil es mindestens 100 Jahre alt sein musste. Jedenfalls ließ ich das Gemetzel im Garten verstreut zurück und an diesem Nachmittag kam meine Schwester von der Schule nach Hause und ging nach draußen, um das Puppenhaus aus dem Müll zu holen. Ich war mit meiner Mutter drinnen und backte Kekse, als wir einen Schrei aus dem Hinterhof hörten. Meine Mutter und ich rannten nach draußen, um zu sehen, was passiert war. Ich hatte vergessen, was ich mit dem Haus gemacht hatte. Als wir uns der Tür zum Hof näherten, kam meine Schwester durch die Tür gestürmt und schrie mich an. Du kleine Göre, du dumme kleine Göre. Meine Mutter stand wie gebannt vor dem Anblick der völligen Zerstörung, die auf dem Schlachtfeld, das wir unseren Garten nannten, vor ihr lag. Sie sagte mir, ich solle das Chaos meinem Vater zeigen, wenn er nach Hause käme. Mit dieser Aussage wurde mir klar, dass es vielleicht doch keine so gute Idee gewesen war, das Puppenhaus zu zerstören. Als mein Vater an diesem Abend von der Arbeit nach Hause kam, wurde er sofort von meiner Mutter und meiner Schwester angeschrien, als er durch die Tür trat. Sie schimpften beide mit ihm über das, was ich getan hatte. Er schnappte mich und führte mich in den Hinterhof. Und als er sah, wie viel Schaden ich an dem unschuldigen Puppenhaus angerichtet hatte, stand er nur da und starrte mich ungläubig an. Wie konnte ein 5-jähriger Junge so viel Schaden an einem so gut gebauten Spielzeug anrichten? Er fragte mich, was hast du dir nur dabei gedacht? Ich sagte, sie hat es weggeworfen und ich habe damit gespielt. Ganz einfach. Was dann kam, ist sehr interessant. Mein Vater sagte mir, dass ich nach dem Abendessen eine Mülltonne nehmen und jeden Schrott aufsammeln sollte, den ich finden konnte. Und genau das habe ich getan. Es war Sommerherbst, wie wir zu sagen pflegten. Nicht Sommer und nicht ganz Herbst. Die Nächte kamen früher als sonst. Um 17.30 Uhr war es draußen dunkel. Ich brauchte ungefähr eine Stunde, um das ganze Chaos aufzuräumen. Als ich das letzte Stück Haus in die Tonne legte, rief meine Mutter mich zu sich. Sie rief mich, um mich bettfertig zu machen. Ich sollte an diesem Abend früh ins Bett gehen. Ich ging die Hintertreppe hinauf, um ins Haus zu gehen, und als ich den Türknauf ergriff, spürte ich ein Zwicken und Brennen hinter meinem rechten Ohr. Ich war gelinde gesagt erschrocken und es tat weh. Ich ging in die Küche, wo meine Mutter und meine Schwester das Geschirr wegräumten. Meine Schwester kam als erste zu mir und sah zu meiner Überraschung sehr besorgt aus. Meine Mutter war die nächste. Mein Vater war zum Angeln gegangen und zu dieser Zeit gab es noch keine Handys. Die Gesichter der beiden sahen völlig erstaunt und entsetzt aus. Ich sollte wohl beschreiben, was sie sahen. Mit ein paar Worten: Ich sah aus wie der Michelin-Reifenjunge. Wenn du die Werbung schon einmal gesehen hast, dürfte dieses Bild alles erklären. Mir wurde übel und ich wurde sehr schläfrig. Was passierte war,
Falls du es noch nicht erraten hast, eine Wespe hatte mich gestochen. Keine gewöhnliche Wespe, sondern eine schwarze Wespe, eine der tödlichsten Arten Nordamerikas. Und zufälligerweise war ich allergisch gegen Wespengift. Bis zu dieser Nacht wusste das niemand. Um kurz zu erklären, was passiert, wenn dich eine Wespe oder Biene sticht. Eine Person, die allergisch auf Bienen- oder Wespengift reagiert, erleidet einen sogenannten anaphylaktischen Schock. Dadurch schaltet dein Hormonsystem auf absolute Hochtouren und schüttet Histamin aus. Das tut es, um dem Gift entgegenzuwirken, was wiederum dazu führt, dass dein Körper mit Flüssigkeit überflutet wird. Du ertrinkst praktisch in deiner eigenen Flüssigkeit. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass mein Patenonkel an der Haustür stand und draußen ein Polizeiauto wartete, um mich ins Krankenhaus zu bringen. Meine Schwester und meine Mutter weinten. Mein Patenonkel hob mich auf und trug mich zum Polizeiauto. Auf dem Weg ins Krankenhaus fragte mich der Polizist, ob ich die Sirene anhaben möchte. Ich nickte ja und sie gingen. Das war eines der letzten Dinge, an die ich mich erinnere, bevor ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Die Erinnerung an die Zeit, in der ich bewusstlos war, ist etwas verschwommen. Ich saß in einem dunklen Raum mit einem einzigen Licht über meinem Kopf, das wie ein Scheinwerfer nach unten leuchtete. Die Dunkelheit war nichts, was man sehen konnte, sondern eher eine tiefe Schwärze, die man fühlen konnte. Plötzlich kam ein grauer, schwarzer Wirbelwind aus der Dunkelheit und riss mich mit sich. Es gab kein Geräusch, nur eine Art Wirbel. Ich war mir nicht sicher, aber es fühlte sich an, als ob in dem Wirbel Menschen zu mir sprachen. Was zu mir gesagt wurde, waren keine echten Worte, sondern eher Gedanken, die mir sagten, was ich tun kann und was nicht. Zu den Stimmen im Inneren des Wirbels gesellte sich das Gefühl, dass andere draußen waren, die mich beobachteten und scheinbar darauf warteten, dass etwas passierte. Ein ungewisses Gefühl der Angst. Ich spürte sie nur, wenn ich versuchte, aus dem Wirbel in die Dunkelheit zu gehen. Es war fast so, als ob die Dunkelheit lebendig wäre. Hattest du schon einmal das Gefühl, dass dich jemand oder etwas beobachtet, wenn du nachts allein bist? Nun, dieses Gefühl hatte ich auch. Ich wanderte eine Weile in der Dunkelheit umher und ab und zu sah ich Lichtpunkte, als ob ein einzelner Lichtstrahl auf den Boden gerichtet worden wäre. Nach einer Weile sah ich mich selbst auf einen dieser Lichtpunkte zugehen. Und als ich mich näherte, konnte ich Menschen sehen, die sich im Licht tummelten. Einige standen im beleuchteten Bereich, andere direkt zwischen dem Lichtrand und der Dunkelheit. Als ich näher kam, sah ich Kinder in meinem Alter, die mit einer ganzen Reihe von Welpen spielten. Ich konnte nicht hinuntersteigen, um mit den Kindern zu spielen, denn der Wirbel hielt mich fest wie eine Mutter, die ihr Baby in den Arm nimmt. Ich konnte mich aber aus dem Wirbel lehnen, um die Kinder und die Welpen zu berühren, und ein kleines Mädchen hielt mir sogar einen Welpen hin und sagte: "Hallo, hier hast du einen." Sofort begann der Wirbel, sich vom Licht und den Kindern mit den Welpen zu entfernen. Ich streckte die Hand aus, um einen Welpen zu greifen, aber ich war zu schnell unterwegs. Das Licht wurde immer schwächer, bis nur noch das dunkle Nichts übrig blieb. In diesem Moment wachte ich auf. Ich lag auf dem Rücken und schaute in ein helles Licht, als das Bild einer Krankenschwester und eines Arztes in den Fokus kamen. Sie sagten etwas zu mir, aber ich konnte sie nicht gut verstehen. Mein Körper juckte und es schmerzte am ganzen Körper. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich an diesem Abend nach Hause gekommen bin oder wie lange ich wegen des Vorfalls krank war. Ich hörte, wie die Leute sagten, wie viel Glück ich hatte und dass ich schon mehrmals gestorben war. Anscheinend bin ich ein paar Mal auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben und ein paar Mal, während ich dort war. Kurze Zeit später begannen Dinge in unserem Haus zu passieren. Seltsame Dinge, wie Stimmen, Gerüche und Beulen in der Nacht. Am Morgen fanden wir Stühle umgestellt,
Schranktüren geöffnet und den Inhalt auf den Boden geworfen. Die Katzen liefen mit aufgestellten Haaren auf den Rücken herum. Manchmal rannten sie durch das Haus, als würde sie jemand jagen, mit ausgefahrenen Schwänzen, großen Augen und wie verkabelt. Mit der Zeit kamen Leute zu Besuch, aber schon kurze Zeit nach ihrer Ankunft entschuldigten sie sich, warum sie so schnell wieder gehen mussten. Faulige Gerüche zogen durch das Haus und meine Eltern mussten ständig Türen und Fenster öffnen, um den Gestank zu vertreiben. Viele Menschen, darunter auch Familienmitglieder, glauben, dass sich in der Nacht, in der ich starb, ein Korridor zwischen der Welt der Lebenden und dem Jenseits geöffnet hat oder wo auch immer ich hingegangen bin. Meine Eltern sagten, sie könnten sich nicht daran erinnern, dass vor meinem Tod etwas passiert ist. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, gehörte meiner Großmutter, bevor es unser Haus wurde. Unsere Familie lebt seit über 100 Jahren in diesem Haus. Ich hätte gedacht, dass es in all dieser Zeit mindestens ein berichtetes paranormales Ereignis gegeben hätte. Hättest du das nicht auch gedacht?